Was geht ab, meine OZ-Fighter Hose hier? Und gestern Abend ist etwas Witziges passiert. Zum einen haben wir gestern gestreamt. Stream ist online, Freunde, zu den LA Baby und Gopunks Summons. Könnt ihr euch gerne ansehen auf YouTube, falls ihr es verpasst habt. Aber im Stream hat mich jemand gefragt, ey Hose, du, hast du das neueste Video von Raffi angesehen? Da ging es um das Ende von GT, kurz gefasst. Ich habe gesagt, nee, noch nicht. Ich habe das dann am Abend quasi nachgeholt. Shoutout an Raffi, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sein Video ist ein schönes Video. Um es kurz zu fassen, ging es da um das Ende von GT. Und da kam dann die Szene mit der letzten Genki-Dama von Goku gegen Omega Shenlong. Und ich dachte mir, hey, Dokkan braucht so eine Karte. Ich habe das Video dann im Endeffekt zu Ende geschaut, bin auf Twitter gegangen und was sehe ich? Boom! Zu der Zeit gab es einen Data-Download für JP mit eben dieser Karte. Das war wirklich ein richtig witziger Zufall. Aber Freunde, dementsprechend gucken wir uns heute alle Informationen an zu dem neuen Goku GT, zu dem Genki-Dama Goku. Das ist die letzte Genki-Dama gegen Omega Shenlong. Wir gucken uns alle Infos und Details zu dem Boy an. Ich würde mal kurz sagen, aber ich zeige euch mal die Super-Attack. Und dann gehe ich darauf ein, was wir von diesem Burschen erwarten können. Er ist ein UR-Charakter, ihr seht, ist Silber-Charakter. Er hat auch ein Extreme Z Awaken. Oh mein Gott, dieses Essay sieht so geil aus. Es ist einfach, es ist richtig geil gemacht. Um es vorweg zu sagen, nimmt man an, dass ein Free-to-Play-Charakter ist. Wie, warum, weshalb, gucken wir uns eben jetzt genau an. Denn wenn man, es gibt so kleine Puzzlestücke, sage ich mal, wenn man die quasi zusammenzählt, oder ja, dann bekommen wir die Lösung. Zum einen gibt es in den Daten folgendes: Extreme Z Awakening Medaillen für diesen Goku eben. Also bekommt er ein EZA und wir haben auch die Infos dazu. Wir gucken uns gleich an, was er da drauf hat. Erwarten tun wir das Ganze für den 21. Februar, 7 Uhr morgens unserer Zeit. Heißt morgen schon. Was hat es damit auf sich? Denn morgen können wir den letzten Dragon Ball einsammeln von Black Smoke Shenlong und ihn dann quasi rufen. Und dementsprechend sollte da auf jeden Fall ein Zusammenhang mit den Dragon Balls liegen. Um es nochmal kurz aufzufrischen, Freunde, Daily Reminder. Die Black Smoke Shenlong Quest, die habe ich auch Twitter gepostet, angepinnt, die haben wir auch auf Part 2 Video besprochen. Aber es ist nicht von oben nach unten. Von oben nach unten ist nicht Stage 1 bis 7, das ist nur die chronologische Reihenfolge von den Sternen der Dragon Balls. Heißt, guckt da genau hin, Freunde, liest doch einfach, was da steht und dann wisst ihr auf jeden Fall, was da abgeht. Beispielsweise für Stage 6 ist heute hinzugekommen, müsst ihr ein Mono-Team nehmen von Super Class, euch ein Super Strength-Team. Und für Stage 7 dann morgen, um den letzten Dragon Ball einzusammeln, müsst ihr, hier steht es dran, die Stage schaffen mit einem Majin Buu Saga Kategorie-Mitglied. Also die ganzen Quests habt ihr hier. Okay, was heißt das jetzt? Das heißt, morgen können wir den letzten Dragon Ball einsammeln und morgen sprechen wir uns dann auch. Und morgen sollten wir dann dazu in der Lage sein, mit diesem Dragon Ball zu interagieren. Und ich denke, weil in Daten wurde es auch so entdeckt, dass wir erwarten zwei Events, waren es glaube ich, zwei Stage, zwei Events, sowas in der Art. Und ein Raid, das wissen wir ja. Wir erwarten zum einen einen Shadow Dragon Raid, ich komme gleich dazu zu sprechen. Und wir erwarten dann noch quasi, beziehungsweise, damit wir diesen Raid oder diese Stages machen können, müssen wir sie aktivieren durch eine Bedingung. Und ich gehe stark davon aus, diese Bedingung ist eben, dass wir Black Smoke Shenlong rufen, weil wir haben ja die Animation damals gesehen. Er kommt und verschwindet einfach. Und ich habe da mal schon mir gedacht, dass es cool wäre, wenn wir dann quasi dadurch irgendein Event oder Modus freischalten. Und dementsprechend sieht es so aus. Aber da haben wir dann die genaue Klarheit morgen. Und morgen im Video sprechen wir uns da auch. Da tun wir Black Smoke Shenlong beschwören und dann sehen wir, was abgeht. Jedenfalls, wie gesagt, zum einen gehe ich stark davon aus, dass dieser Boy Free-to-Play sein wird. Zum anderen droppt er direkt als TUR-Charakter. Ja, wir bekommen ihn als TUR-Charakter und können Extreme Z-Awaken nach einem Extreme Z-Battle. Das Extreme Z-Battle wird eben von diesem Raid von Omega Shenlong sein. Ich habe die Frage oft bekommen, was ist ein Raid, Freunde? Ein Raid ist quasi, wenn man zusammen interagiert und etwas schafft, so ein Endboss besiegt in einem Modus oder so, um es einfach zu sagen. Und um es in Dokkan Battle-Sprache zu sagen, könnt ihr euch noch daran erinnern, bei den 250 Millionen Dollar Celebration, da gab es ein Jiren Raid. Da müssten wir 100 Stages schaffen, das war im Endeffekt ein Extreme Battle. Aber wenn wir das gemeinsam gemacht haben, haben wir gewisse Sachen bekommen. Und wenn wir die 100 Stages geschafft haben, dann konnten wir, ja, dann haben wir gewisse Stones bekommen, Preise etc. Und in dem Fall werden wir dann quasi auch, wenn wir diese 100 Stages schaffen, ist schon bestätigt in den Daten, dass der Raid von Omega schon auch 100 Stages haben wird. Das sind im Endeffekt das Extreme Battle für den Boy und da werden wir dann quasi die Medaillen holen können für diesen Burschen und dann EZA können. Nun fragt mich nicht, ob wir die 100 Stages machen müssen, um ihn zu EZA'en oder ob es ein separates Extreme Battle für den Goku geben wird. Was auf jeden Fall kommen wird, ist ein Omega Shenlong Raid, Freunde, und Medaillen für Goku, den wir dann quasi erwecken können. Und diesen Goku werden wir dann bekommen. Er droppt dir als Zero-Charakter. Das gehe ich stark davon aus, dass er Free-to-Play sein wird in irgendeiner Art und Weise, wenn wir bekommen. Sei es vielleicht nach dem Wunschdeck oder nachdem wir quasi diese Stages oder Events freigeschaltet haben. Da werden wir morgen, wie gesagt, schlauer, Freunde. Und genau, ja, by the way, God Vegeta, Freunde, ist erschienen in Legends, da werden wir die Tage auch noch sammeln. Und dann gucken wir uns zum Abschluss noch an, was dieser Boy denn eigentlich drauf hat. Freunde, zum einen hat er 32 Kosten, das ist sehr stark
Man nimmt es sehr stark an, dass er ein Free-to-Play-Charakter sein wird, auch wegen seiner Passive. Er ist nämlich, er ähnelt nämlich zum Beispiel Goku Jr., Vegeta Jr. und Piccolo, Issei, Piccolo, Issei, Gohan aus Namek etc. Aber wie wir ihn genau bekommen, das war quasi nur Vermutung mit den Stages, mit dem Raid. Das ist wieder im morgigen Video, Freunde. Heißt, wenn euch das Ganze interessiert, könnt ihr euch gerne morgen einschalten, wenn euch das Ganze bis jetzt hier gefallen hat. Dann gebt den ganz auf jeden Fall ein Like und vielen lieben Dank für die ganze Unterstützung der letzten Zeit. Wir haben die 20.000 Abonnenten auf YouTube erreicht, Freunde. Ich bemühe mich gerade täglich, dass sie das Special auch quasi die Tage zustande bringen. Also, wir haben ja einen super Int, Goku GT, Max Level, dementsprechend nach seinem Issei. Wir gucken uns gleich die Issei-Sets an oder die Air Passive Level 140. 32 Teamkosten, super Int-Charakter. Nach seinem Issei gibt er der Shadow Dragon Saga to Ki plus 3 HP Attack und F 77% oder Int-Charakteren Ki plus 3 HP Attack und F 50%. Mit der Super Attack macht das Supreme Damage, erhöht die Verteidigung aller Verbündeten für eine Runde um 30%. Passive Skills folgendermaßen: Attack und F erhöht seinen Angriff und Verteidigung um 12% pro Ki, den er einsammelt. Zusätzlich dazu erhält er Ki plus 2 und auf den Angriff 20% für jeden Rainbow Ki, den er einsammelt. Und wenn wir gegen, oder wenn er gegen einen Shadow Dragon Saga Kategorie Gegner kämpft oder ein Shadow Dragon Saga Kategorie Gegner vertreten ist im Kampf, dann ändert er zufällig eine Anzahl an Ki und Farbe in Rainbow Ki. Also er sorgt dann für Rainbow Ki. Man sollte ihn nicht unterschätzen, ist ein Issei-Charakter, wenn er gute Ki bekommt, dann noch vor allem Rainbow Ki. Pro Rainbow sind das 20% drauf zusätzlich und dann noch Ki. Also unten wird er so oder so gut, aber auf jeden Fall sollte man ihn nicht unterschätzen. Er ist ein Free-to-Play-Charakter und ich finde, die Free-to-Play-Charaktere, sorry, haben in letzter Zeit sehr viel Liebe bekommen und die sind echt gut. Es sind gute Alternativen, die man auf jeden Fall spielen kann in gewissen Teams. Link-Skill, All in the Family, Saiyan Warriors, Experience Fighters, Prepare for Battle. Saiyan Pride, das ist der erste Goku, wenn mich nicht alles solche mit Saiyan Pride, GT und Shattering Limit in den Kategorien vertreten. Shadow Dragon Saga, Pure Saiyans, Gokus Lineage, das sind, hier sind seine Sets nach seinem Issei. Man sollte ihn wirklich nicht unterschätzen, Freunde. Ich freue mich wirklich darauf, was morgen abgehen wird, tatsächlich mit dem Boy, also wie wir ihn bekommen werden. Das waren die Informationen der Zeit dazu. Wir wissen natürlich, Logo, jetzt wird irgendwas mit den Dragon Balls zu tun haben. Da werden dann neue, sei es Events, sei es Stages, aber auf jeden Fall dann Shadow Dragon Raid erscheinen. Und dann werden wir wissen, morgen genau, okay, bekommen wir den Medaillen aus seinem Shadow Dragon Raid oder wird da noch irgendwelche Special was kommen oder wie bekommen wir ihn überhaupt aus einer Stage oder bekommen wir einfach so nach dem Wunsch. All das würde ich dann mal sagen. Fortsetzung folgt im morgen wieder dann. Vielen Dank fürs Einschalten, Freunde, und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.